So, hallo meine lieben Freunde, es ist wieder der TJ am Start hier. Und ja, was ich eigentlich heute mal machen wollte, ist, ich wollte den Reaper mal anrufen, weil ich aktuell überhaupt nicht weiß, was der so treibt. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe schon lange nicht mehr von ihm gehört. Ich weiß auch nicht mehr, ob er pumpt oder sowas. Und ja, ich wollte einfach mal ein bisschen Spaß in die Sache bringen und mal gucken, ob er da Bock hat, was zu machen. In YouTube, ne? Das muss natürlich sein. Seht ihr auch mal meine Wenigkeit hier. Und wir rufen ihn jetzt mal an, ne? Das muss auch sein. Wir rufen ihn hier jetzt mal schön geschmeidig an. Kurz gucken, ne? Weil die ganzen Fans hier so viel schreiben zu mir. Das ist halt so, ne? Muss man sich halt auch erstmal reinziehen. Und wir rufen den jetzt an und mal gucken, ob er rangeht. Mal gucken, vielleicht hat er ja Lust und erzählt mir irgendwas. Gespannt, ob er da ist. Ja, hallo Bruder. Ja, nee, ich habe auch nichts mehr von dir gehört. Ich wollte mal fragen. So, wie läuft's bei dir? Wie geht's dir so? Das ist gut. Ja, das ist. Ja, ich wollte mal fragen, ob du noch trainierst und so, weißt du, weil da hat man ja lange nichts mehr gehört jetzt hier. Das ist gut. Also wir sind bis immer noch der stahlharte Kerl, ne? So. Ja, bei mir läuft auch gerade. Ist sehr gut. Bei mir läuft sehr gut. Wie sieht's bei dir aus? Mehr Definition, mehr Masse. Was machst du so? Ich mache eigentlich mehr Masse, ja, auch wenn jetzt eigentlich die Definitionsphase anfangen sollte, aber ich brauche mehr Masse. Ja, es ist ja Fastenzeit. Muss man sich ein bisschen zurücknehmen mit Ernährung und solchen Sachen. Und ey du, ich wollte dich mal fragen gerade, weil ich habe gerade den Leuten so ein bisschen erzählt, dass ich schon lange nichts mehr mit dir gemacht habe und gehört habe. Und ich habe mir so gedacht, ob du wieder mal Lust hast, so YouTube oder so ein bisschen was zu reißen wieder. Also das so in so ähnlichem Stil vielleicht wie früher mit den Let's Talks und so, mit ein bisschen Info und ein bisschen Pumperei und so, ich weiß ja nicht, vielleicht auf, ich weiß nicht, ob ich da eine Playlist vielleicht mache auf YouTube oder so, oder ich weiß ja nicht, was hättest du da vorgeschlagen, wie würdest du das sehen? Talks über Sixpack bekommen oder was weiß ich, wie wir es früher immer gemacht haben. Ja, genau. Ey, da fällt mir gerade ein, ich habe so einen alten YouTube-Kanal, der eh nicht mehr gebraucht wird und den könnte ich einfach löschen und könnte da einen neuen Kanal draus machen, vielleicht, wo wir nur Sachen so machen, mit Fitness und so. Ja, das ist natürlich noch das Problem, wie wollen wir den nennen? Ich meine, wir müssen da schon irgendwas Ausgefuchstes uns ausdenken, ne? Weil nicht, dass dann da die Namen schon 10-mal vergeben sind. Also Bodybuilding können wir vielleicht schon mal. Wollen wir den einfach Bodybuilding nennen? Nee. Ist ein bisschen zu schlicht. Ich weiß nicht, was wollen wir denn machen? Wir wollen die Leute animieren, was wollen wir noch machen? Wir wollen die. Vielleicht wird. Es war damals auch. Meistens war es recht lustig auch. Wir wollen die doch unterhalten. Wir wollen doch unterhalten. Was gibt's denn da? Irgendwas mit Entertainment vielleicht? Bodybuilding Entertainment, aber ist vielleicht ein bisschen langer Name für so einen Kanal so. BB Entertainment, hör mal, das ist ja eine gute Idee, Reaper. Wie bist du jetzt darauf gekommen? Das ist ja wahnsinnig, ey, das ist eine gute Idee, hör mal. Ich habe ja gleich gesagt, Leute, es ist immer gut, den Reaper anzurufen mit seinen rhetorischen Talenten. Den fallen da immer gleich gute Namen ein und so.
Da können wir so einen Kanal machen und so, und dann kündige ich dich so ein bisschen auf meinem Kanal so an und so, und dann können wir da mal ein bisschen was reißen. Was hältst du davon? Ja, das ist eine super Idee, TJ. Muss ich dir echt lassen. Wir können da vielleicht noch ein paar andere Leute ins Boot mit reinnehmen, Ja, können die wir. uns dann hier unter die Achseln greifen, also uns ein bisschen unterstützen, ja. Ja, Das genau, da können wir ein bisschen gucken, ja. Das ist eine sehr gute Idee. Ich wollte das nur mal klären, ob du noch magst und ob du noch lebst und so. Und dann könnten wir jetzt hier uns öfter mal so ein bisschen zeigen, auch vor der Öffentlichkeit, weißt du, unsere Adoniskörper und so. auf jeden Fall. Das muss auch sein, ne? Ja, und das wollte ich nur mal kurz klären. Und, jo, was treibst du gerade so im Moment? Das ist immer gut, ja. Und Leute auch nochmal. Schule hat zwar Priorität, aber das Training nicht vernachlässigen. Es gibt keine Ausreden. Das ist immer wichtig, ne? Ja, aber das ist gut. Dann halten wir das mal so fest. Ich informiere dich da. Und dann können wir mal gucken, ja. Er schreibt hier ganz liebe Sachen, der Reaper. Gucken wir mal, das kriegen wir hin. Und ja, ansonsten, was hältst du davon? Ich habe jetzt noch ein bisschen was zu tun, du bestimmt auch, ne? Ja, Super geil. das muss so sein, weißt du? Nee, ich hab jetzt auch noch ein bisschen was zu tun, so schulisch auch und so. Und ja, wie gesagt, wir brauchen ja auch unseren Schönheitsschlaf ab 22 Uhr, ne, damit wir das immer schaffen, so. Deswegen müssen wir mal gucken, aber das kriegen wir schon hin. Ich würde sagen, das halten wir mal so fest. Jo, das machen wir. Ich schieb dir noch ein paar Infos und dann würde ich sagen, machen wir das so, oder? Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Dann, weißt du, dann wünsche ich dir noch einen guten Abend. Man hört sich, ne? Wir halten das. Jo, Servus. jo, wir halten das so fest. Ne? Jo, Servus, mach's gut. Ja, Freunde, das war auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Sehr erfolgreich. Hat Spaß gemacht. Ihr habt gesehen, dass der Reaper nicht eingerostet ist. Super Sache. Hat alles funktioniert. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das auf die Beine stellen. Aber was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Ja, war jetzt so ein bisschen spontan, ne? Und ansonsten, man muss immer gucken, ne? Ne, wie wir das auf die Beine kriegen. Schön, dass der Reaper da gleich eingestiegen ist, so freudig und so. Jetzt können wir das gleich so lassen und ja, wie gesagt, Leute, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, ich bin ganz erschrocken, fast 22 Uhr. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf, den braucht jeder, weißt du so, damit du so astrein aussiehst hier mit Knochengesicht und so. Ist immer sehr viel Arbeit in der Maske und so, deswegen muss ich jetzt meinen Schönheitsschlaf haben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haltet euch fit. Ich habe euch im Auge. Ihr werdet hören von Bibi Entertainment. Das Video auf meinem Kanal unbedingt angucken. Weiterempfehlen und so weiter. Ihr kennt den ganzen Schrott. Und jo, ich wünsche euch unter diesem Abschluss noch einen schönen Abend, ihr ganzen Verrecker. Und jo, macht's gut. Ich mach's besser.